Gesetze sind tote Materie, mitnichten. 50 bis 100 Entscheidungen von Höchstgerichten sind für die Praxis im Arbeitsrecht jedes Jahr interessant. Professor Gerd-Peter Reisner präsentierte die wichtigsten Entscheidungen an seinem Vortrag an der AK. Das ist sehr, sehr wichtig, weil auch unsere Chefs sich immer informieren, am neuesten Stand sind. Und wenn man da nicht richtig sie informiert, Interesse daran sagt, kann man schnell einen kürzeren ziehen. Der Gesetzgeber macht die Gesetze, aber die Gesetze auslegen, das macht der oberste Gerichtshof dann schlussendlich als Höchstgericht. Und damit ist das Höchstgericht eingebunden in die Rechtsfortbildung. Was sind für Reisner die wichtigsten Entscheidungen? Das hat dann der oberste Gerichtshof dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt, um zu prüfen, ob eine Diskriminierung von Teilzeitbeschäftigten vorliegt. Und der Europäische Gerichtshof hat diese Frage verneint. Es ist also zulässig, bei teilzeitbeschäftigten Mitarbeitern Kinderzulagen aliquotiert auszuzahlen. In einem Eisenbahnunternehmen hat ein Arbeitgeber einen Alkomatentest aufgestellt, um alle Mitarbeiter, nicht nur die Lokführer, sondern alle anderen auch, am Standort Linz einer Alkoholkontrolle zu unterziehen. Die Mitarbeiter haben sich zunächst gefügt und bei ungefähr 40 Mitarbeitern wurde keine einzige Alkoholisierung festgestellt. Aber der Betriebsrat ist dann gegen diese Vorgangsweise zu Gericht gegangen und hat schließlich vom obersten Gerichtshof Recht bekommen, weil das ist eine Kontrollmaßnahme, die die Menschenwürde berührt. Und hier ist im Arbeitsverfassungsgesetz vorgesehen, dass bei derartigen Kontrollmaßnahmen der Betriebsrat in Form einer Betriebsvereinbarung seine Zustimmung geben muss. Es war zunächst jemand Vollzeit beschäftigt, hat da Urlaub erworben, zum Beispiel im Jahr 2014, hat ihn dann aber, was in Österreich häufig vorkommt, nicht voll verbraucht. Und jetzt im Jahr 2015 möchte den Urlaub verbrauchen, ist aber mittlerweile beispielsweise Teilzeit beschäftigt oder hat ein geringeres Einkommen. Da ist die Frage, wie dann dieser Urlaubsverbrauch zu entgelten ist, ob der Arbeitnehmer dann Anspruch darauf hat, auf der Basis eines alten Entgelts. Traditionell in Österreich ist die Sichtweise, dass er das zuletzt zukommende Entgelt bekommt. Das muss ja nicht sinken, sondern es ist ja eher so, dass es im Allgemeinen steigt. Da gilt also das sogenannte Ausfallsprinzip. Der oberste Gerichtshof hat jetzt in einer sehr ausführlichen Entscheidung aus dem letzten Jahr festgehalten, dass eben dieses sogenannte Ausfallsprinzip auch bei so schwankenden Arbeitszeitvereinbarungen zu gelten hat und dass es also sozusagen vom Letztbezug auszugehen ist. Das Problem besteht darin, dass der Europäische Gerichtshof, zum Beispiel zu einem deutschen Fall oder zum Tiroler Landesrecht, anderer Ansicht war. Der OGH hat gesagt, das stört im österreichischen Urlaubsrecht nicht, das sei eine andere Sache. Aber eigentlich ist das Ganze nicht ausdiskutiert und es kann sein, dass ein österreichisches Gericht also wieder mal an den EuGH herantritt und fragt, ob das österreichische Urlaubsrecht korrekt ist oder nicht.